Prego, Arne, 1 minuto e 30. Grazie, Presidente. Die Entscheidung der US-Regierung, Hilfszahlungen UNRWA mit politischen Forderungen zu verbinden, stellt eine gefährliche Politisierung von humanitärer Hilfe dar. Ich bin über die Zurückhaltung der Zahlungen zutiefst beunruhigt. Davon betroffen sind die medizinische Versorgung von 3 Millionen palästinensischer Flüchtlinge, die Versorgung von Nahrungsmitteln von 1,7 Millionen palästinensischer Flüchtlinge sowie die Ausbildung von 500.000 Kindern in über 700 UNRWA-Schulen. Es besteht die Gefahr, dass derart substanzielle Kürzungen der humanitären Hilfe zu weiterer Instabilität in der Region führen. Die Einschätzung teilt auch Israel und der Generalstabschef der israelischen Armee, Gadit Eisenkot. Er geht in seinen Appell sogar darüber hinaus. Er fordert mehr humanitäre Hilfe im Gazastreifen, da sonst wegen der Lage der Menschen noch in diesem Jahr ein Krieg drohen könnte. Auch seiner Meinung nach muss die Frage nach humanitärer Hilfe gesondert von anderen Fragen behandelt werden. Ich begrüße die Entscheidung der EU und einiger Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, im Schnellverfahren UNRWA zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Für eine langfristige Finanzierung benötigen wir aber auch einen multilateralen, globalen Finanzierungsrahmen. Diesbezüglich möchte ich insbesondere an die Finanzierungszusagen der Mitglieder der Arabischen Liga appellieren. Die EU muss der UNRWA weiterhin als zuverlässiger Partner zur Seite stehen und sich für die Entwicklung eines globalen Finanzierungsplans einsetzen. Ich appelliere an das Europäische Parlament, in der Abstimmung am Donnerstag in diesem Sinne eine überparteiliche, klare Botschaft an die internationale Gemeinschaft zu senden. Meine Verhandlungen, unsere Resolution zwischen allen politischen Gruppen stimmen mich dafür zuversichtlich.